Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und Töchter für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Berufs-Achievement aus Patch 10.1.5 und diesmal sind wir drin unter Berufe und dann Inschriftenkunde und hier haben wir das Achievement Falsche Vorwände. Und dafür müssen wir Folgendes machen: Übergebt den folgenden leichtgläubigen Individuen gefälschte Dokumente. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Die sind alle in SW. Es gibt natürlich auch eine Horden-Variante. Da sind die ganzen Mobs, wo wir die Sachen übergeben müssen, also diese gefälschten Dokumente, in Orgrimmar. Genau. Ich zeige euch jetzt die Allianz-Version. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Was müssen wir machen? Wir müssen einmal gucken, dass wir ein Item bauen, gefälschte Dokumente. Das ist einmal in Kataklysmen in Inschriftenkunde. Und so wie ich das rausgelesen habe, kriegt man das vom Händler, wenn man zumindest auf 50 ist bei Kata, ne, Inschriftenkunde. Dann kann man das kriegen. Das Ding ist nämlich so, dass man das nur einmal am Tag quasi herstellen kann. Ne? Abklingzeit wird täglich abgeschlossen. Ihr kriegt dann so eine Rolle ins Inventar, die startet eine Quest und jetzt können wir zu einem NPC hingehen und das abgeben. Bedeutet im Umkehrschluss, ihr braucht 6 Tage mit einem Char oder ihr holt euch halt 6 Inschriftenkunde-Chars, die alle 50 Inschriftenkunde haben und macht es an einem Tag. Gibt auch eine Möglichkeit halt herzugehen, einen Char, der keinen Beruf hat, schnell hochzuskillen und dann das abzugeben und ja. Ich zeige euch jetzt mal, wo die NPCs sind. Wie ihr das dann macht, müsst ihr halt selber entscheiden. Das Ganze ist nämlich ein Battle.net-Account gebundenes Achievement. Ihr könnt jeden einzelnen Typen quasi mit einem anderen Char machen. Also die Option ist auf jeden Fall gegeben. Wir machen jetzt als erstes den Meister Matthias Shaw und der befindet sich in SW auf den Koordinaten 81, 63 und da müssen wir hier in das Gebäude rein. Und dann schauen wir mal, er steht wahrscheinlich oben, schätze ich mal. Ja, da oben ist er. Und bei dem können wir jetzt theoretisch die Quest abgeben. Ne? Und halt auch bei den anderen 5 Kollegen. So, also das Item habe ich mir schon hergestellt. Geben wir ab. Dann gibt es einen prall gefüllten Goldbeutel. Das bringt uns 10 Gold. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, wo die anderen sind. So, Dollar, ich bin auf meinen nächsten Inschriftenkunde geswitcht und jetzt habe ich mir wieder das Teil gebaut. Und ihr seht, hier haben wir den nächsten NPC, Thomas Müller. Der läuft hier anscheinend immer ein bisschen rum in SW. Ich habe jetzt gesehen, dass der quasi hier so ein bisschen seine Runde dreht. Also da findet ihr den auf jeden Fall. Man sieht den auch auf der Map, ne? Also das Fragezeichen, wo ihr es abgeben könnt. Könnt ihr den so ein bisschen tracken. Gut, also Thomas Müller geben wir jetzt auch ab. Und ihr seht, das habe ich jetzt auf einem anderen Char gemacht. Und ich müsste trotzdem das angerechnet kriegen. Wo haben wir es? Hier, seht ihr? Da sind die 2 Sachen jetzt abgehakt. So, Mudala, ich bin auf dem nächsten Twink. Diesmal gehen wir jetzt einmal zum Auktionator. Wir sind hier in SW auf den Koordinaten 61, 72 und gehen einfach ins Auktionshaus rein. Ne? Und dann können wir das Ding einfach dem Auktionator geben. Damit haben wir jetzt dann den dritten einmal abgeschlossen. Ja, genau, den Auktionator. Chilton haben wir dann auch. So, lala. Am nächsten Tag konnte ich jetzt nochmal einmal diese gefälschten Dokumente bauen. Und die können wir dem nächsten NPC geben. Wir haben hier einmal Feldmarschall Steinsteg. Und die befindet sich hier vorne in SW auf den Koordinaten 70, 80. Und der geben wir das Ding mal. Also hier einmal die Dokumente abgeben. Und dann haben wir 4 Stück. Als nächstes schauen wir uns hier den Barbier an. Und zwar habe ich das Ding mit dem Zünk hier auch wieder hergestellt. Und der befindet sich einmal in SW im Handelsdistrikt, hier auf den Koordinaten 61, 64. Da gehen wir mal in den Friseurladen rein und da haben wir den Jelinek. Und der möchte einmal ein paar gefälschte Dokumente haben. Und dann haben wir jetzt gucken wir mal, Inschriften. Kunde, genau, jetzt haben wir 5 von 6 und dann suchen wir uns noch den letzten raus. Dann kommen wir zum letzten und zwar haben wir die Darlene, die sitzt auf dem Gaul hier in SW auf den Koordinaten 67 so und ja, da geben wir das Ding mal und danach müssten wir das Achievement kriegen. Ja, da ploppt es auf, alle 6 Stück und jetzt müsst ihr halt für euch entscheiden, ob ihr hierher geht und quasi das auf mehrere Tage aufteilt. Oder ob er sagt, ich bastel mir ein paar Inschriftenkundler und gebe das quasi direkt an einem Tag ab. Oder an 2, wie ich das jetzt gemacht habe. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.